Hallo und willkommen, ich bin's wieder MK3 und wie ihr seht, sind wir wieder in Robocraft unterwegs. Natürlich, natürlich muss er sein. Also er hier konnte natürlich nicht fliegen. Also konnte nicht, weil... Ich nehme mal die Flügel waren zu dicht zusammen. Die sind auch sehr dicht zusammen. Wenn ich mir überlege, wie sonst die Dinger geflogen sind, dann ist das schon sehr knapp. Lass uns mal so stehen. Ich weiß, dass er ja fliegen könnte, theoretisch. Eine Sache, die ich mich aber noch dran erinnern sollte, weil ich hatte ja einer gemeint, ich sollte hier unbedingt noch Beine dran bauen. Passt. Ja, das ist die nächste Evolution, ne? Das ist die nächste Evolution. Danke für... ich sollte das echt mal aufschreiben, wer es war, weil ich meinen Namen nicht merken kann. Aber ja, das geht. Und das wird auf jeden Fall für zukünftige Weiterbauten an dem Teil berücksichtigt, die Idee. Das ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Wir haben jetzt überlegt, die Dinger noch weiter auseinanderzubauen, die Flügel halt somit noch ein bisschen verteilen, damit das Ding besser in der Luft bleibt. Und dann auch kann das Ding landen und rumlaufen. Ho, 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 ho. Das ist der neue Meta, Junge. Der neue Meta. Wobei, das ist nicht neu. Fliegende Krabbler bauen ist nicht neu. Das ist schon wieder alt. Das ist. Aber so wie ich den gebaut habe, ist er neu. Sagen wir mal so. Meiner könnte tatsächlich normal fliegen. Also richtig fliegen und nicht nur ein bisschen rumschweben. Deswegen, ja, es ist schon nicht verkehrt. Wie gesagt, ich muss dann da nochmal hier mit der Länge mich auseinandersetzen. Da und dann hier die Düsen noch irgendwie sinniger montieren. Vielleicht neben dran und so. Ja. Warum nicht? Dann, wenn wir gerade schon bei sind, bei Sachen, die mir zugerufen wurden, was ich machen sollte, ich sollte mal einen Blick werfen auf den Shop. Also nicht auf den Shop, auf den Tech-Tree. Weil hier gibt es was Neues. Ich meine, ich habe gestern Abend schon mal geguckt. Und stimmt. Es gibt hier unten eine Mega-SMG. Massively Powerful SMG. Hört sich gut an. 7100 noch was Schaden. Robo-Rating 13.800.000 irgendwas. Wug. 250. Das muss ich gerade nochmal sagen. 250 CPU. Moment mal. Ich habe 950. In anderen Worten ist es das Geschütz, was ich die ganze Zeit wollte. Was Großes, Fettes, was man oben drauf baut. Aha, jetzt haben wir es. Okay, Problem der ganzen Sache ist, wie ihr vielleicht ja gerade gesehen habt, A, ist das für mich noch verschlossen, weil es ist hochstufig und B, es ist hinter T9. Das heißt, wir müssen... Ja, bevor wir irgendwas anderes machen, wir müssen schnell mal nach T9 gehen und 96 Punkte freischalten. Oder 87 in dem Falle. Wieso kostet der 96 und der nur 87? Obwohl die beide T10 sind. Muss ich das jetzt verstehen? Sind die hier irgendwie besser? Nee, sind genau die gleichen Dinger. Okay, das muss ich jetzt nicht verstehen. Ist aber egal. T9. T9 freischalten, um hier die Waffe zu kriegen, damit ich das hier sehen kann. Ja. Wenn Idee. Geht, lass uns mal gerade rüber gehen. Lass uns mal gerade rüber gehen zu unserer anderen Ecke hier. Nicht so. Nein. 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 Aha. Gehen wir zum Assault-Tank MK2. Wir müssen mal MK3 bald werden, denn wir bauen den, glaube ich, mal ganz kurz oben. Wir bauen den mal... Wobei, bevor wir den umbauen, bevor wir den verschandeln. Weil ich wollte den einfach teurer machen, damit wir endlich auf T9 kommen. Aber da, ich glaube, die Ressourcen fehlen uns noch dafür. Leider fehlen uns für den einfach die Ressourcen, um sowas abzuziehen hier. Okay, machen wir erstmal ein bisschen Gebettle. Erstmal wieder so ins Schlachtgetümmel uns werfen. Ah, das sind zwei sehr coole Ideen. Einerseits diesen riesen Panzergeschütz uns holen, wobei, wie gesagt, holen. Es ist ja nicht so, dass wir den jetzt sofort haben hätten können, weil wir müssten... Nochmal, wir müssten T9 freischalten erst dafür und dann wohl wahrscheinlich ist das Ding ja dann T10. Tier 10. Da komme ich noch nie hin. Glaube ich. Gut, gehen wir aber erstmal. Boah, ich habe mich gerade erschreckt. Dachte ich, bin ich im Boss-Battle gelandet, weil keiner da war. Oh Mann, Spiel, erschreckt mich dann so zu Tode. Sag ich so, hä? Wie jetzt? Ich gucke auf die Anzeige oben. Ne, Moment, da müssen noch mehr von uns noch sein. Warte mal, so viel war ich wieder allein nach vorne. Hier, Plasma-Junge, geh du mal nach vorne. Du bist doch so ein Held. Geh mal lieber hinter ihm hier hinterher. Hier ein bisschen aus dem Weg hier.
Gucken, ups. Ich wollte gerade sagen, gucken, dass uns keiner hinten ins Gehege fährt. Was nämlich passiert gerade da oben. Da haben wir Flieger angeflogen. Kriege ich den abgeschossen. Nicht so ganz, würde ich sagen. Nicht so ganz. Ist einer von... Oh, ist einer von uns. Ich wollte gerade sagen, den Bastler kriege ich. Oh, warte mal, da ist kein Bastler von denen. Ich schieße einfach nicht mit drauf. Ich schieße einfach nicht mit drauf und grinse dabei. Wird schon passen. Lass mal Bomber spawnen. Wo, wo, wo? Knallen wir erstmal ihn ein bisschen über den Haufen hier. Immer wieder feste drauf. Immer feste drauf. Okay, kann doch so ein Plasma-Typ aus dem Ding ist gefahren. Kommt oben einer angeflogen. Mein Gott, ich weiß gar nicht, auf was ich zuerst schießen soll hier. Schlimm hier. Der ist außer Reichweite, kriege ich nicht getroffen so. Aber den kriege ich womöglich getroffen. Jetzt kriege ich auch Schaden. Jetzt kriege ich endlich mal Schaden. Endlich kriege ich mal Schaden hier. Ich muss sagen, Zeit. Okay, versuchen wir uns zu flankieren. Sofern hier oben nämlich jetzt alles voll steht, versuchen wir die zu flankieren mal. Jetzt habe ich jetzt so viel Schüsse abgegeben auf die Seite, womöglich werden die eh hochgerappt. Meine ganzen Abschüsse und mein ganzes Getue bringt sowieso nichts. Wir verlieren eh da gerade, wie es aussieht. Und alle stehen, alle seht ihr, da alles von uns steht in dem einen schmalen Gang. Wenn jetzt ein Bomber rüber geflogen kommt, ist das Spiel sofort zu Ende für die. So, kommt ein Rapper. Ich versuche den Rapper weiter auszuschalten, weil dann haben die nicht ein Problem. Rapper, geht down! Das war jetzt ein Fehler. Das war ein Riesenfehler. Ja, das war ein Riesenfehler. Oh, ich bin hier noch festgehakt. Ja. Das war doof. Das war absolut doof von mir. Das war absolut sinnlos und doof. Okay, geh mal raus. Das macht ja keinen Sinn. Ich dachte, ich kasche mir den Rapper mal ganz schnell, aber mit ganz schnell ist so wie ganz gar nicht, würde ich eher sagen. Ach komm, gleich Boss-Battle hinterher. Tun wir direkt uns. Tun wir direkt jetzt die erste Schmach des Tages holen. Neben der eben gerade Geschichte, die wir einfach vergessen. Wir vergessen einfach, dass das hier passiert ist. Wir vergessen einfach, dass ich gerade völligen Blödsinn gemacht habe und sagen wir mal so, der einzige bin von unserem Team, der nicht in diesen schmalen Gang gelaufen ist. Was immer noch eine gute Idee ist in meinen Augen. Aber es hat halt nur nichts gebracht. Leider. Ich hätte es jetzt gerne quasi alles für unser Team rumgerissen, aber so wie ich das spiele immer, ne. Okay, mal gucken, ob wir hier in den Boss-Battle mal reinkommen. Ansonsten muss ich gleich wieder ein bisschen springen, sozusagen in der Zeit. Also für euch, damit ihr nicht hier warten müsst. Mal gucken. Und hat es noch relativ fix geklappt. So viel springen musste ich dann gar nicht. Okay, wir sind wieder nicht in der Mitte, das ist perfekt. Das heißt, naja, nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, warte mal, Dreieck, also, ja doch, X heißt Laser. Gut, X heißt Laser, der Rest ist Plasma. Mhm. Nicht so nett. Boss Petal. Dann petteln wir mal beim Boss. Gucken, ob wir den von... Komm, ein bisschen weiter vorne fahren. Sehen wir ihn. Ich meine, so rumstehen ist eine doofe Idee. Ich meine, wenn du jetzt Plasma um die Ecke gefahren, also wenn du in die Ecke aus sichtbarem Bereich reingefahren kommt, haben wir recht verschissen. Das ist keine gute Idee. Ist das nicht jemand? Oh, da ist jemand. Ganz da hinten sehe ich etwas. So auf dem Motto. Okay, lass uns einmal außen rumfahren, da die ja nicht unbedingt in die Mitte fahren wollen. Gehen wir einfach mal hier außen rum. Wenn die nämlich gleiche Richtung fahren wie ich jetzt gerade, dann treffe ich die jetzt gleich hier vorne alle. Da habe ich sie schon. Batsch. Nummer 1. Ein Ziel haben wir schon mal geschafft, gekillt. Oh, jetzt hänge ich wieder in der Ecke fest hier. Das fahren die alle in die Mitte, ne? Weil ich irgendwo rumkrebs auf der Scheißkarte. Oh, aber das schaffen sie nicht. Oder auch doch. Wenn sie so weitermachen, schon. Oh, warte mal, hä? Was? Wo kommt der Schuss gerade her? Moment mal. Flieger, ganz weit weg. Ach du Scheiße. Vorwärts fahren.
dürfen wir nicht stehen bleiben hier vorne. Das sind wir gleich direkt Toast. Hey, Level 50! Geronimo! Mit keinen Waffen mehr. Das ist super, das ist super. Das habe ich echt toll gemacht, hier, das hier. Das Dümmste, was ich hier getan habe. Wieso wird von hinten immer beschossen? Wer war bitte hinter mir gerade? Das kann nicht sein. Das kann gar nicht sein, hier, das hier. Ich deneide euch das. Ich deneide euch das. So, zumindest ein paar Sekunden lang. Wieder mal ein Zeichen für absolutes Fehlspiel von mir. Meine Fresse nochmal. Das kann doch gar nicht sein, dass ich so schlecht bin. Himmel. Ich habe einen Hero-Bonus als Boss bekommen. Ich glaube, das ist die größte Demütigung, die es je gab, oder? Sagt er, du hast dich stets bemüht. Ne, wisst ihr, das reicht mir jetzt langsam hin und her. Das schickt mir sowas von. Jetzt ist der Käse gedropst sozusagen. Ne, das ist kein Wort, aber ist egal. Jetzt habe ich Faxen dicke, jetzt wird zurückgeschissen. Wir holen sofort hiervon noch zwei Tracks. Jawohl. Her damit. Will ich haben. Das war sowieso super teuer wieder. Und wir holen uns die Gewissheit dessen, dass wir jetzt endlich nach hinten. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, wie das überhaupt passt am besten. Aha. Und wir haben auch keine Blöcke mehr, ne? Ah. Okay, wir bauen so mal kurz in Blau. Nur kurz in Blau, damit wir das vielleicht mal ein bisschen. Ungefähr wissen, wie wir es bauen müssen. So, wir müssten. Wie hoch müssen wir es mal bauen? Wie hoch sind die Dinger? Drei Felder hoch. Das heißt, ich müsste den hier hinbauen. Warte mal, bis wohin geht das ungefähr? Bis hierhin, ich sag mal ungefähr hier. Hier in die Mitte. Hier. Ungefähr. Ah, vielleicht hier. Gut. Da machen wir jetzt die Dinger hin. Hier die nämlich. Oh. Vielleicht machen wir die auch nicht dahin. Ich habe mir gerade so angucke. Ach, hier, das passt. Okay, gut zu wissen. Dichter geht's auch nicht. Warum das jetzt wieder nicht geht. Keine Ahnung, aber gut. Müssen wir eben noch ein paar blaue Blöcke hinschmeißen, damit das läuft. So zum Beispiel. Nein, nicht so. So. Wunder, Bärchen. Das sind auch rote Blöcke. Nein, natürlich nicht so, wie ich es wollte, aber. So, hier, das kann jetzt alles weg. Das wird ja eh gleich abgeändert. Flipper, tu auch mal da wegreißen. Oh, die Dinger werden auch mal abgerissen, beziehungsweise, ne, eigentlich hier die Blöcke nicht, die machen wir wieder dahin. Die machen wir auch weg. Weil wir das so hier nicht brauchen. Weil von hinten haben wir jetzt einen anderen Schutz gleich, deswegen macht das keinen Sinn, wenn wir hinten alles so großartig ausbauen, als ob da hier wunderst. Jetzt habe ich schon wieder abgerissen, die Dinger. Meine Fresse, was habe ich denn hier los? So, tun wir jetzt mal hier ein bisschen wieder schmaler alles bauen. Wir brauchen die Blöcke nämlich hinten leider. Können wir das nicht fertig bauen? Ja, das ist okay. Zwar alles ein bisschen dünn, ist aber egal. Wir werden eh sterben, wenn das Ding durch ist. Was denn das Wort ist? So. So. Aber so. So. Tun wir damit alles wegreißen. Ich bin sowieso ein Fan davon, dass wir hier das hier alles zubauen. So. Machen wir eine Anhängerkupplung aus anderen Blöcken ausnahmsweise, weil. Pff, wie ist danach? So. Einfach mal eine Verlängerung. Warte mal, irgendwas stimmt doch jetzt nicht. Irgendwas stimmt ja ganz und gar nicht. Die Höhe ist eine andere plötzlich. What? Moment mal, hä? Oh, ich müsste eins höher gehen, damit. Ah, okay. So. Oh, wirklich? Nein. So, jetzt aber. Okay. Denn jetzt kann ich völlige Wahnsinn hier begehen. Nämlich zum Beispiel, ich bin Level 50 geworden. Und ich habe einen Schildpunkt mehr. Das heißt, mal Worten, wir können nach hinten Schilder bauen. Am besten vielleicht so. Aber auch so vielleicht. Machen wir erstmal so.
Das gucke ich schon hinten über. Das ist nicht ganz, was ich wollte, ehrlich gesagt. So. Ich könnte sogar jetzt noch zusätzlich mehr Schilde. Moment, ich brauche mehr Schilde. Ich brauche mehr Schilde. Hier. Ah, nein. Ich drücke immer falsch Knopf. Ist doch nicht wahr. So, jetzt aber. Die Schilde brauche ich leider woanders. Na, hier nicht. Dann machen wir es schnell da hinten hin. Wobei ich merke gerade, das geht zu weit nach hinten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht zu weit. Das geht zu weit nach hinten, das ist viel zu weit. Jetzt habe ich zwar einen relativ geschützten Anhänger und niemand kann auf dieses Verbindungsstück schießen, aber was will ich alles draufbauen? Weil ich habe auch kaum noch Punkte übrig. Selbst wenn ich jetzt hier oben einfach nur ein Schild drauf kleiste. Eigentlich mache ich nur sowas. So, nach dem Motto. Kann ich das schon nicht mehr, wegen den fehlenden Punkten. Ah, Mist. Oh, wartet mal. Ich habe gerade eine Idee. Die ist zwar nicht super, die Idee, aber die ist da. Upsala. Vorsicht, weil ich wegdrücke. Machen wir lieber so. Womöglich muss ich danach das ganze Stück hier hinten nochmal neu bauen. Nochmal neu aufzimmern. Aber ich habe gerade eine Idee. Ich habe immer noch eine Idee. Ah, wartet mal. Problem ist, ich kann halt nicht komplette Bereiche hier verschieben. Weil entweder müsste ich das vordere Stück wegmachen. Die Idee ist halt folgende. Das untere Schildstück ist ja quasi mehr oder weniger nur... Ich meine, das verliere ich als letztes. Meistens verliere ich das noch nicht mal, sondern es wird einfach der Block hier oben drauf kaputt geschossen. Dann verliere ich das untere Schild. Ich hatte gerade gedacht, was passiert, wenn ich jetzt hier unten anstatt von dem Schild ein Kettenglied hinbaue. Indem ich das hier wegmache. Und quasi mir... Moment, ich zeig's gerade. So ein Ding hier drunter kleistern einfach nur. Was natürlich nicht geht. Warum sollte es auch gehen, ne? Ich müsste es so hinbauen. Ah, ich krieg das nicht hingebaut, oder? Aber warte mal, lass mich mal kurz ein bisschen testen. So gesehen müsste ich ja eigentlich nur hier... Ne, hier hochgehen. So, und jetzt einfach höher gehen. Drei Felder hatten wir gesagt. Mensch, ich überall hier was hinbaue immer. Gut. Und jetzt, glaube ich, kann es nicht mehr da sogar hinpassen, oder? Ja, jetzt ist es zu niedrig. Mist. Ah, müssen noch höher. So. Naja. Sag ich mal. Naja. Was ich jetzt natürlich machen könnte, ist, das Ding nach hinten versetzen. Da habe ich hier so ein dreieckiges Teil, ne? Und dann fehlt mir auch so die Geschlossenheit von dem ganzen Gerät, ne? Auf der anderen Seite, Moment, erstmal wieder das hier, werde ich das wegmachen, so. Ihr seht, wo die Idee hinführen soll, ja, also ich denke mal, dass ihr das seht. Weil so gesehen, wenn wir mit dem Teil dran hängen, können wir nicht auch so Geschichten wieder dran setzen. Hoffe ich. Es sei denn, die Waffe ist uns im Weg. Nein, noch ist die Waffe uns nicht im Weg. Oh, daher könnte ich es nicht mehr bauen, schade eigentlich. Es sei denn, die Waffe geht einen Schritt nach außen. Huh. Aber es macht eh nicht viel Sinn, weil wenn hier einer Fokusfeuer drauf macht, sind die beiden Seitenschilde auch sofort weg. Es sei denn, ich kreuze zu Gegnern und das mache ich mit dem Ding nicht, weil dafür habe ich viel zu viel Waffen außen montiert. Also kreuzen, schräg fahren zu einem, aber dann würden hier die beiden Waffen alle nicht schießen können. Das macht also keinen Sinn. Ich müsste aber frontal auf jemanden zufahren. Vielleicht so? Nein. Hey, die Schilde, die machen einfach wenig Sinn hier drunter. Ist leider so. Es macht wenig Sinn. Die sind zwar da, aber die schützen halt kaum was. Weil in der Regel... ne? Schießt da von unten einfach keiner gegen. Es sei denn, ich mach die komplett, lass die einfach weg. Und mach noch eine Knarre dahin.
Das wäre eine Idee. Noch mehr Front Power. Habe ich sonst noch eine? Warte mal. Ich habe einfach hier so eine Knarre noch drunter. Ich mach da vielleicht noch einen Block rein. Wenn das mal zu ist. Ja, warum nicht? Das ist vielleicht eine gute Idee. Hier, was war das nochmal? Ne, falscher Knopf. Wieder falscher Knopf. Wäre jetzt nicht ganz falscher Knopf, aber. Tech Tree, nein. Hier. Hardware. Ich hätte gerne nochmal eine andere Waffe montiert da drauf, aber geht ja wie gesagt ja nicht. Schade, schade. Machen wir euch nochmal einen SMG Stufe Tier 9. Noch eine. Und hauen die hier ganz trocken runter einfach. Ne, vielleicht nicht so weit, muss ja nicht so weit sein. Hier können wir sie hinmachen. Hier. Ja, ja, ja. Weil ja, wie gesagt, das Schild unten bringt uns wenig, dann brauchen wir es auch eigentlich nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es von unten einer Gegend knallt, ist eher gering und jetzt tut es die Waffe auch. Ne? Jetzt hält die Waffe auch quasi ein paar Lebenspunkte aus und erfüllt quasi denselben Zweck, nur dass es schießen kann. Macht in meinen Augen ein bisschen mehr Sinn, alles in allem. Natürlich verliere ich noch mehr Waffen, wenn ich die Front verliere, aber Details, sag ich nur, Details. Jetzt versuchen wir mit den ganzen Schilden, die wir extra haben, nämlich die Sachen nach hinten raus ein bisschen mehr zu schützen. Ich kann leider nicht kurz da drunter gehen, so wie ich es verstanden habe. Ich könnte jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache hier einen Block dran. Und sagen wir mal, und nehme jetzt das Schild und haue es hier drauf, oder? Nee. Das wäre zwar schön, geht aber nicht. So Späße kann ich erst mit einem höheren Tier machen, mit Tier 9. Mit Tier 9 Kettenjäger habe ich es gesehen, weil die haben so drei solcher Nöbel nebendran. Dann passt das auch. Gut, dann müssen wir gucken, wo wir sonst hier die Sache verteidigen gehen weiter. Wir könnten hier was drauf bauen. Ja, ne? Ja. Oder, was natürlich auch eine interessante Idee ist, ist, wie breit ist. Das ist ja relativ breit alles. Da wird von hinten einen relativ besseren Schutz haben. Eine Schutzgeschichte haben. Machen wir das so. So. Ja. Würde man jetzt sagen: Schutzschirme so drauf bauen. Das würde sogar fast Sinn machen. Weil von vorne werden sie wahrscheinlich nicht unbedingt beschossen. Am liebsten würde ich noch einen Schritt runtersetzen. Dann wären sie genau hier vor. Machen wir vielleicht sogar. Moment, geht das? Geht das? Kann ich hier was runtersetzen? Yep, dann machen wir es auch. Machen wir das. Sowas von direkt. So. Am liebsten würde ich ja fast so machen. Weil es dann eben zu ist. Aber die Symmetrie fehlt. Ne, wir machen das schon so, sonst fehlt der Schutz hier vorne, wenn wir von hinten wirklich beschossen werden. Mal. Wenn wir schon mal von hinten beschossen werden, wollen wir nicht direkt platzen. Jetzt können wir hier noch so ein Schild hinknallen. Wenn das nicht zu... Na, an dem anderen Ding dran wäre. Schade. Moment. 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 Was ist, wenn ich das so mache? Machen wir das oben mal weg. Haha. Ha. Ja, ja. Nur natürlich der Schuss in die Seite ist mein letzter, ne? Dann ist das hintere Stück. Wobei das hintere Stück ist eh nur wegen hinten Beschuss da, deswegen. Meh. Es hält eh nicht viel aus, bevor es auseinanderfällt. Jetzt machen wir wieder hier was hin. Wobei müssen wir eigentlich noch nicht, oder? Wir könnten das jetzt so zubauen hier vorne. Wofür? Oh, ich sehe gerade wofür. Wir tun hinten das Ding hier quasi. Na, wir haben zwei Linien dann. Eine, die hier oben lang führen würde. Wenn wir so viele Bauteile hätten. Ich glaube nämlich nicht, dass wir so viel haben. So, auf der Seite. So, auf dieser hier. Ja, warum nicht? Ein so von der Richtigkeitshalber her müsste ich aber noch was anderes machen. Weil das ist jetzt quasi unten. Wir müssen hier noch einen reinsetzen. Falls uns der Mitte der Block weggeknallt wird. Damit wir noch eine Verbindung haben. So.
Moment mal, irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht. Ich bin hier noch eins nach außen gegangen, oder? Ja, bin ich. Ups, 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 ups. Das war jetzt nicht ganz, was ich wollte. So. So, so war das, was ich wollte. Dann mal einen Schritt rausgehen davon. So. So, das sieht doch schon mal ein bisschen noch stabiler aus, das Ganze. Und wie viele Blöcke haben wir noch übrig? Ein. Okay. Ne, wisst ihr was, dann machen wir hier noch ein bisschen blaue Steine rein. Schaden tut's ja nicht. Das habe ich jetzt so abgeschwächt, aber ich will das nicht wirklich an einem Block hier hängen haben alles. Das ist mir sonst ein bisschen sehr knapp alles. Machen wir hier alles mit blau voll. So. Das sieht doch schon mal gar nicht verkehrt aus. Und nur wenn wir es können, können wir hier drin das alles ein bisschen ausfüttern hier mit blauen Steinen. Hindert uns ja keiner dran. Ein bisschen Verbindungsstücke hier reinknallen. So. Falls die Schilder jetzt wechseln, haben wir noch ein bisschen Schutz von oben drauf. Machen hier noch so eine Linie hin sozusagen. Oh, wer weiß was, wir machen sogar noch hier sowas außenrum. Einfach weil wir es können. Oh, ich habe eine Idee. Das sieht da womöglich sogar noch besser aus. Moment mal, das sieht womöglich besser aus. Moment, besser aussehen ist für mich natürlich ein Grund. Hat alles sofort hier zu verändern. Ah, wie haben wir davon? Oh, hier, Schrägen ohne Ende. Perfekt. Sollen die doch glauben, dass ich einfach zu haben bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat leicht zu zerschießen, wäre alles an den Seiten. Super. Moment. Kriege ich das sogar richtig hin? Moment mal. Was habe ich da jetzt hingebracht? Ach, da habe ich noch gar nichts hingebracht. So. Yeah. Yeah, genau. So wird doch mal ein Schuh draus. So, jetzt bauen wir das Schild hier von hier. Bauen das da drauf? Nee, Moment. Das hier vielleicht? Ah, gut. Nehmen wir das. So, jetzt haben wir das auch. Können wir auch noch mehr blaue Steine verknallen. Am besten, wir machen das hier noch höher. Was soll's, was soll's. Aber alles ein bisschen ebener, ein bisschen voller. Ist ja nie verkehrt. Wenn es auch jetzt blaue Steine sind, aber das sieht ja halbwegs gut aus. Halbwegs. Das nehmen wir da raus, machen dazu zu. Ne, das können wir nicht zumachen. Okay, okay, okay. Oh, wisst ihr was? Was wir machen können? Wir könnten hier unten. Ne, können wir nicht. Wir können hier unten alles noch vollbauen mit blau. Nein, können wir überhaupt nicht. Hm. Können wir in der Seite noch was hinbauen? Ja, wir können hier an der Seite noch was reinbauen. Nehmen wir noch mehr blau. Ups, das geht nicht mehr. Kann man schräg haben? Oh, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Bauen wir auf der anderen Seite noch zwei Blöcke rein. Das hält jetzt eh nicht viel mehr Beschuss aus, aber ein bisschen. Ups. Ein bisschen Beschuss hält es doch mehr aus. Hier kriegt er noch so eine rote Farbe außenrum. Warum auch nicht? Nehmen wir dich noch weg. Bauen wir hier noch sowas hin. Wir tarnen uns. Wir tarnen uns vor möglichen Feinden. Und dann sehen die nicht, denke ich, ach, der fällt direkt auseinander. Der hat ja nur blaue Blöcke verbaut. Nee, Jungs. Der hat nicht blaue Blöcke verbaut. Das sieht nur so aus. Das ist eine Falle. Mhm. Ja gut, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber alles in allem. Naja, komm, was soll's. Ja, komm, Hindi. Nee, nee, nee. Hm, nee, das sieht nicht gut aus. Das müssen wir, hier die Dinger vielleicht hinbauen. Ja, 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 da, ja. So eine Ecke, die wegguckt, sieht sonst doof aus. Ja, ja, doch. Seht ihr mal, das ist doch. Ist nicht perfekt, aber sieht schon sehr viel cooler aus als vorher, finde ich. Ich finde, das sieht schon sehr viel schöner aus. Hat viel mehr Schönes, sage ich nur. Könnten wir da noch einen Block schräg hinbauen? Das ist jetzt meine eigentliche Frage nur noch. Kann ich hier noch? Ja, kann ich. Dann wird's getan, weil ich es kann. Woran will er das setzen? Okay, Schild, geh mal gerade weg. Ich muss mal hier gucken. Ach ne, baut das so hin. Ah. Naja, so geht's nicht. Ne, das ist klar. Ah, warte mal. Wir können doch hier noch mehr blau verknallen. Wenn wir schon blaue Steine zu viel haben. Machen wir so. Machen wir da noch einen rein. Was soll's? So, machen wir auf der anderen Seite das Spiel grün gerade nochmal. Machen das richtig voll hier vorne. Jetzt kommen hier die Schrägen an der Seite noch. Gibt alles ein bisschen mehr Stabilität. Ein bisschen mehr Stabilität. Ja, warum nicht? Warum nicht?
Was soll schon Schlimmes passieren in dem Zusammenhang? Ich kann mir vieles vorstellen, aber nein. Seht mal, das ist doch jetzt schon viel mehr nach wie gewollt aus. Nicht wenn ich wie gewollt und nicht gekonnt, sondern tatsächlich wie mit Absicht. Ne? So, jetzt bauen wir den noch dahin. Auf der anderen Seite das nochmal. Und hinten bauen wir. Ne, weißt du was? Die Schräge bauen wir nach vorne hin. Das sieht besser aus, finde ich. Das sieht einfach besser aus und die halten eh gleich viel aus, die Steine. So. Schräge vorne dann. Auch die letzten Steine hier verknallen, weil es die Front ist. Die soll am meisten aushalten. Und voilà. Da ist er. Der neue. Moment. Können wir noch mehr blaue Steine verbauen? Ich sehe hier gerade, gucke hier gerade so rein von der Seite und denke mir so, nee, da passt nichts mehr hin, da passt nichts mehr hin. Nee, ist zu eng. Da ist er. Der neue Assault Tank MK3. Hat er sich verdient, wie er aussieht. Ich finde, er hat für die Optik schon 3 verdient. Und jetzt sieht er auch immer mehr aus wie ein Panzer. Er sieht inhaltlich solider und fester aus. Und jetzt kann man sagen, der kann auch mal einen Querschuss-Ebo reinkriegen, ohne direkt Brocken auseinanderfällt. Zumindest hoffe ich das. Ja, und von hinten kriegt er jetzt auch viel schlechter Beschuss ab. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Komm, Jungs, auf in die Schlacht. Auf in die Schlacht. Passend zu einem Ranked Battle. Hoffe ich. Trotzdem ist immer noch die Frage, wie schaffen wir es? Ich wollte gerade sagen, wie schaffen wir es, in Ranked Battle zu kommen? Nein. Wie schaffen wir es jetzt, dass dieser Panzer in Tier 9 kommt? Weil ich kann ja nur mal, wie ihr es optisch sehen könnt, nichts mehr da reinsetzen. Ne? Ich kann da nichts mehr reintun in das Ding. Wobei es auch sehr cool aussieht mittlerweile. Das sieht sehr, sehr cool aus jetzt. Gerade von oben. Das ist ja hier. Guck mal, das ist ein Gedicht. Ich meine, die Waffen gucken jetzt gerade falsch. Aber ich meine, wir zoomen gleich mal raus. Das sieht doch aus, oder? Das sieht doch cool aus. Ich weiß ja nicht. Gut, mal gucken, ob er jetzt besser überlebt als vorher. Ich denke nicht. Er überlebt bestimmt nicht besser als vorher. Fährt er jetzt anders plötzlich? Jetzt hör auf. Uah. Ah ja, das Problem ist, bei der unten montierten Waffe fällt mir gerade wieder ein. Ich kann natürlich nicht nach oben schießen damit. Ein Schuss, der nach oben schießen würde, geht natürlich so ins Leere. Aber uff. Schicksal. Erstmal gucken, ob der Kalle, was hier los ist. Wo fahren wir überhaupt alle hin? Ich kann das kaum erkennen. Die meisten fahren in die Höhle, das heißt, da fahren wir nicht hinterher. Ich fahre hier hinten lang. Mal gucken, was passiert. Ich habe ein Radar nicht dabei. Fällt mir gerade mal sporadisch mal ein. Jetzt weiß ich auch warum. Weil das eine gute Idee gewesen wäre, das mitzunehmen. Weg, weg, weg. Das ist jetzt natürlich eine Katastrophe. Absolute Katastrophe. Also da vorne habe ich ganz schön Dauerfeuer am Start, jetzt muss man sagen. Oh, gucken, komme ich irgendwie auf die Seite gefahren? Ja, komme ich. Schnell mal in Deckung fahren wieder. Eigentlich müsste ich hochfahren. Hier müsste ich, wo müsste der Plasma kriegt mich von einer Seite, wo bin ich dann getroffen? Oh, der kommt da schon. Hat daneben gefeuert, ist ein ganzes Plasma. Nehme ich dich noch mit, Junge. Nehme ich dich noch mit. Nein, tue ich nicht, weil mir die Waffen fehlen dafür. Er hat ein bisschen mehr von hinten ausgehalten. Man hat es deutlich gesehen, die Schilder haben den einen oder anderen Treffer durchaus abgefangen. Aber das ist eh... Warte mal, haben wir verloren, Fahrzeichen? Guck mal, was macht der Rest hier eigentlich gerade? Okay, der hat schon eine blutige Nase geholt, die meisten hier vorne. Oh, erstmal ein bisschen leiser. Mann, ich lauter Spiele. So, hier hat schon eine blutige Nase hier vorne geholt. Wo ist eigentlich der Rest? Die nehmen uns halt aber schon ein. Das heißt, wir haben eh schon verloren. Er schießt mit Dauerfeuer auf den Flieger. Nee, Junge, so schießt du keinen Flieger ab. Das machst du so nicht. Du hast so 3 Knarren, dann macht Dauerfeuer überhaupt keinen Sinn, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt hängst du doch fest und fällst runter. Nee, das ist bezeichnend, würde ich mal sagen. Oh, was hat er hier am Laufen? Nix. Er wird nicht mehr geheilt. Naja, ich würde das Katastrophe nennen. Das schlecht. Oh, war das schlecht. Natürlich muss mir so ein Blödsinn auch im Ranked Game passieren.
Machen wir gerade nochmal. Das kann ich so nicht stehen lassen. Sorry, das kann ich einfach so nicht stehen lassen. Das war furchtbar. Das war einfach grausam. Das war schlimm. Das war einfach... Nee. Das war einfach nur nee. Warum? Wen haben wir denn auf unserer Seite diesmal? Wir haben zwei Heiler dabei, zwei Plasma, der Rest Laser, das ist gut. Ja, wie habe ich da irgendwie einen Namen gelesen? Irgendwas mit Diablo, irgendwas? I will die for you als Heiler, schön. Schöner Name als Panzer. Oh, drehen wir uns mal rum. Das Gute ist, ich habe jetzt so eine eindeutige Front und ein eindeutiges Hinten jetzt auch mal. Ich sehe jetzt ganz klar, wo ich hingehen kann, wo nicht. Ja gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass er jetzt länger überlebt hat als sonst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe vorne rum. Hätte den Heiler hinterher. Auch wenn der Rest da hinterher will. Na, der Rest nicht unbedingt. Der Rest verteilt sich ein bisschen. Gut. Das ist nämlich schon ein paar nach vorne gefahren und sonst so. Gut. Läuft. Auf nach vorne. Ja, hat eine coole Optik. Wenn er jetzt so abgehen würde, wenn er eine coole Optik hätte, da wäre es noch toller. Aber die Front, ich weiß nicht, ob die Front schneller gefahren ist als sonst, aber naja. Da hat ja auch keiner auf den geschossen gerade, oder? Der hat auch überhaupt keinen Schaden gekriegt. Was? Wovon wohnen jetzt bitte? Ach, hier vorne. Wollte gerade sagen. Schon wieder. Er schießt denn immer auf frontal auf mich mit einem Schuss. Das ist einfach so eine Deckung hier. Einer Gegner haben wir schon gekillt. Das ist nicht verkehrt. Und hat einer einen Railgun scheinbar. Ne, von hinten kommen uns Railguns aufeinander gefunden. Oh Mann, von hinten Railguns ist schlecht. Ah, das bringt so nichts. Ich kann dann nicht richtig schießen auf den. Wir müssen uns um die Typen kümmern, die nicht Railgun-Futter sind. Leute, ihr müsst davon weg. Railgun und so. Ernsthaft. Gut, ich versuche mal den vorne hinzufahren. Vielleicht erwische ich den ja. Oh, vielleicht erwische ich. Ich werde ja selber erwischt. Okay, mal gucken. Wenn er einfach abhaut, dann hat er wohl Schiss vor mir. Das ist gut. Vielleicht lockt er mich auch nur in eine Falle. Von oben, der Typ kann mich so nicht sehen. Fahr ich einfach weiter hier unten. Kein Problem. Markiert worden bin ich nicht. Ausrufezeichen. Kann er mich sehen von da oben? Nein, scheinbar nicht. Oh, kann ich hier neben hochfahren? Nein, kann ich nicht. So, das eine Bein ist schon mal ab. Das andere Bein ist ab. Oh, da seht nur, da hat er verschissen. So ein Pech. Eine Waffe verloren bei der ganzen Aktion. Das ist schade, aber nicht zu ändern. Ich weiß, ich muss aber jetzt fahren und schießen. Oh, ich habe abgeknallt. So muss es sein. Gut, dass er halbwegs dicht genug an mir dran war. Dass ich ihn abknallen konnte. Okay, die haben draußen den einen Typ erwischt und ich fahre jetzt in die ethische Basis rein und nehme das ein. Das ist eine super Idee, oder? Eine sau super Idee. Der Söldtank MK3 macht seinen Namen alle Ehre. Muss man mal sagen. Und der Heiler hat richtig gut auf die Fresse gerade gekriegt. Das ist nicht super. Kommt noch jemand angefahren zu mir? Knallen wir mal einen Haufen hier. Oh, ich habe schon eine erschreckende Feuerkraft nach vorne, habe ich den Eindruck. Meine Herrschaften. Die nehmen uns das aber auch ein, Jungs. So, kill ihn mal bitte. Was vernehmen wir jetzt nämlich noch haushoch. Ey, Mist. Wenn der vorne nicht gleich zu uns kommt, hat er so verloren hier. Komm bitte zu uns, komm bitte schnell zu uns. Komm her, Junge, schnell! Schnell, Junge! Oh Mann, wir verlieren das noch. Oder? Wieso? Sind wir so langsam unterwegs? Oh shit. Der kommt in die Ecke gefahren, Mist. Nein! Der Railgunner! Nein! Oh fuck! Nein! Nein, nicht runterfahren! Verdammt! Ah, ich kann nicht mehr lenken! Oh nein! Was ist das für eine Scheiße? Nein, wir verlieren das noch, weil ich runtergefahren bin! Naja, das ist nicht deswegen.
weil er wirklich im letzten Moment, wie ich schon mal gewonnen hatte, im letzten Moment drauf geschossen hat. Da hinten schießt niemand auf den Typen drauf, das heißt, man haben wir leider verloren. Schade. Gut, wir haben verloren. Ich kann diesmal fairerweise sagen, es lag nicht unbedingt an mir. Es lag nicht unbedingt an mir. Weil dieses eben kurz runterfahren, das wäre kein Unterschied gewesen, großartig. Aber der Railgunner hat mich halt direkt erwischt. Ah. Und da hinten hat auch keiner auf das Ding mehr geschossen. Schicksal. Okay. Wisst ihr was? Mit dem Impressionen auf den neuen Panzer, den wir jetzt hier haben. Also das, ne? Wieder eine, sozusagen, eine Evolution hat er hinter sich gehabt mal wieder. Und ich würde sagen, jetzt gewinnen wir mit dem auch ein paar mehr Spiele, kriegen noch ein paar mehr Tech-Punkte und RP und stürmen dann Tier 9. Hm. Vielleicht seid ihr dann wieder dabei. Das war's von mir, WMK3. Bis dann. Und tschüss.